Schinken, Kartoffeln und Käse. Du darfst es kommentieren. Nachdem die Demo schon nicht meine Idee war, kannst du das gerne moderieren und bedienen. Oder Manx. Wer ist schuld? Manx ist schuld. Und ich bin schuld. Und du bist schuld. Ihr seid alle schuld. Sagt jetzt yay. Yay. Hervorragend. Also, willkommen zur Demo-Show. Wir zeigen einfach irgendwelche bunten Dinge, die wir letztes Jahr nicht gezeigt haben und die trotzdem toll sind und alt genug, dass sie auf meinem Notebook laufen. Oder Videos davon. Und wir fangen jetzt irgendwie an mit der Invitation zur Function 07. Die Function ist eine Demo-Party in Ungarn, im schönen und sonnigen Osteuropa, die von den dortigen Demoszenern ausgerichtet wird, unter anderem halt Conspiracy, und die sind dafür bekannt, tolle Demos zu bauen. Und so. Und das ist eine davon. Kann man das? Ui. Wir machen hier irgendwie mal so, ach, ich sag das einfach mal so.
Das gibt es. Ich habe vielleicht so ein bisschen so hier Internet, wie hier überall ist. Ein 256-Byte-Intro. Achso, die Frage ist, da kam die Frage nach 256-Byte-Intros. Ja, die gibt es. Und zwar zum Beispiel auf der Function gibt es da eine Competition für. Und wenn jetzt gerade das Internet uns mit Funktionieren segnet, was es glaube ich nicht tut, könnte ich da noch schnell was zeigen. Gibt es eins? Ist es ein anderes GPN-Netz als drüben? Deswegen vielleicht. Hallo, ich bin nicht zu Hause. Was? Echt? Doch, doch, es funktioniert. Verbinden mit. Ach, Scheiße. Verbunden. Signalstärke hervorragend. Es funktioniert. Puls. Ich weiß, dass hier irgendwo eins ist, nur wo? Puls? Das ist, und wie filtert man das nochmal? Nö. Da! So, denkst du, das läuft hier? Ich nehme den Windows-Port. Also eigentlich ein DOS-256-Byte-File. Es gibt auch einen Windows-Port davon, der gigantische 9 Kilobyte groß ist. Aber beachtet, wenn man das unter DOS, also unter einem echten DOS-Rechner, einem modernen echten DOS-Rechner startet, funktioniert auch ein DOS-Box, ist aber scheiße langsam. Bei mir schon. Ich kann auch nichts. Auf jeden Fall sieht das Ganze dann irgendwie ungefähr so aus. Ja. Das ist jetzt gerade tatsächlich in 256 Byte in Echtzeit geraytraced mit tatsächlich Ambient Occlusion, das heißt Schattenwurf in der Nähe von Objekten und Kameraflug und allem, aber ohne Sound leider. Aber sowas gewinnt dann da die 256 Byte Competition. Sowas finden selbst wir pervers. Ich habe den Quelltext angeguckt, irgendwie, das ist natürlich Assembler und das ist irgendwie relativ straightforward. Er macht halt so das, was man in Raytracer tut, aber es ist irgendwie. Ja, 256 Byte. Es ist auch alles mit Integern gerechnet, deswegen die lustigen Rauschfehler-Dinge, Pommes. Ich mach mal die High-Res-Version. Klick, klick, plünk. Oh, es ist 640x480. Es hat weniger Pixel. Die Zukunft. Ja! Ja? Gibt's auch. Jetzt machen wir erstmal wieder was Tolles, Großes, Buntes. Dann gucken wir vielleicht gleich noch, ob wir was Textmodiges finden. Später, ja, genau. Ja, das ist auf jeden Fall toll, existiert und ist toll. Ja, wir können ja mal hier irgendwie. Jetzt hatten wir was von 07, dann lass mal irgendwas Neues nehmen. Wir können ja hier von oh, hervorragend. Yay. Klassisches Problem bei Demos, ja, es ist Spy, Trojaner, alles fies. Nein, ist es nicht. Das, genau. Genau, die Kompressoren von Malware sind üblicherweise dieselben wie die Kompressoren von Demos. Also, diese Demo, das erzählen Sie uns. Bei 4Ks kann man sich sicher sein, dass da nicht genug Platz für Malware drin ist, es sei denn, es ist wirklich schlecht. Früher waren Viren klein, heute sind Viren größer als Demos. Hä? Na, auf jeden Fall jetzt eine Demo von der diesjährigen Breakpoint, die bei der Demo-Kompo, glaube ich, so den dritten Platz gemacht hat. Wir sind Einstein von, wie heißen die? Digital Dimension und Ultimate Force und Digital Dynamite, ja. Umlautdesign, irgendwie auch irgendwelche Ungarn. Ja, wir sind sehr ungarisch heute und ich führe es einfach mal aus und ich starte es in dieser Auflösung, weil alles andere ruckelt. Ja, und United Force und Digital Dynamite. Zack. Gar geil. Oisi. Ladebalken. Schwarz. Ich habe es eben getestet.
Auch mein Bildschirm zeigt schwarz. Dunkelschwarz Metallic. Das ist aber falsch. Es zeigt kein Bild. Ich drücke nochmal Escape. Es tut mir leid. Ah, ein Bild. Ich mach's mal mit V-Sync. Vielleicht. Oder vielleicht mache ich es mal mit Beamer? Hallo? Ah. Ein Auto. Soll ich es in 1024 probieren? Ruckelt wahrscheinlich. Ich probiere es in 1024. Was? Soll ich 640 480 nehmen? Nein, ich mache jetzt hier. Nein, ich probiere das jetzt so. Nochmal, jetzt muss der IT Mode nicht switchen. In der utopischen Wunschvorstellung, die ich hier hege. Ja! Einstein.
yeah, thanks for your eyes. Irgendwie stand schon vorher bei der Breakpoint, vor jeder Demo wurde eine Beamflight gezeigt, da stand, Coder lost 1.5 of his eyes while coding this demo. Bunt und flächig. Ja, schön. Machen wir weiter mit was etwas Älterem und, ja, können wir machen. Aus 2002, eine Demo, die irgendwie sehr wegweisend war für die damalige Zeit, namens Variform. Man muss beachten, 2002, da gab es gerade so 3D-Grafikkarten, die konnten texturierte Objekte darstellen. Man hatte aber noch keine Shader, man konnte irgendwie noch nicht sagen, hier berechne die Beleuchtung jetzt so und so oder mache irgendwie dieses oder jenes Glow-Post-Processing-Kram, sondern man malte halt wirklich Dreiecke mit Sachen drauf. Und das war halt schön, wenn man einfach mal irgendwie Objekte malen wollte, die Texturen drauf hatten, nach irgendwas Vernünftigen aussahen. Und dann kamen die Leute von Variform her und missbrauchten die gesamte Architektur vollständig für tolle Objekte, die halt irgendwie überhaupt nicht so aussahen, wie das, was man mit 3D-Grafik zu der damaligen Zeit konnte. Unter anderem ist dann, das Ding ist irgendwie, wie groß? Na ja, gut, so ein Megabyte. Kommt dann der tolle Soundtrack dazu, der von einem Sprachsynthesizer gesungen wird. Und ja, von Little Bitchard, einem finnischen Szenemusiker, der irgendwie alle skandinavischen Demos vertont oder so. Naja, Variform. Falls es funktioniert. Zeigt da schon was an, ja. Bright.
Ja, so viel aus dem Jahre 2002. Extended Heavy Abuse of fiese Texturkoordinaten. Also ich glaube, zum einen werden bei den Objekten ständig die Texturkoordinaten hin und her geschwurbelt. Zum anderen konnte man schon damals sagen, das ist jetzt nicht eine Textur, die flach auf dem Objekt liegt, sondern das ist halt irgendwie eine Reflexion, die in die Textur halt nicht als fester Punkt abgebildet wird, sondern irgendwie anhand der Reflexion an der Oberfläche, wobei sie dann da keine Reflexion drin hatten. Lars will dazu was sagen. Also das ging damals auch schon mit der Fixed Function Pipeline eigentlich ganz gut. Also so Rocket Science ist das nicht. Was eigentlich, glaube ich, relativ kompliziert ist, sind die Effekte mit den Metaballs, wo irgendwie so Lichtstrahlen rauskommen. Also diese Texturen und das Geblinke und diese ja, Aliasing-Artefakt-Effekte sind eigentlich mehr durch Heavy Abuse von Fixed Function Pipeline entstanden, glaube ich. Und damals gab es auch schon sowas Tolles wie die Texturmatrix, wo man dann irgendwie sowas reinschreiben konnte, um ja, Reflexionen zu faken mit Env Maps, also so Environment Maps oder sowas. Ja, auf jeden Fall, das, was man heutzutage schlicht und ergreifend in einem Shader tun würde, haben die halt gefaked mit Texturkoordinaten, mit Dingen. Und es sieht halt auch für heute Verhältnisse eigentlich noch voll okay aus. Es könnte auch heute noch eine Demo-Kompo gewinnen. Unter anderem, weil die Musik cool ist und Sachen. Die Transitions sind geil und alles. Und überhaupt. Und der Synthesizer. Ja, der Not-Synthesizer. Genau, weil es war ein MP3. Aber egal. Was können wir jetzt Schönes machen? Wir können irgendwie hier was Entspannteres. Ja, ich kann mal hier was Schönes. Wir hatten jetzt mehrere wirklich große Demos. Ich mache mal ein 4K. Und zwar ist das von vor 2 Jahren, 2008, bei welcher Party? Ich weiß es nicht auswendig. Assembly. Das Gewinner 4K. Ein 4K. 4 Kilobyte groß. Und es ist halt irgendwie toll. Die Frage ist, kann der Beamer diese Auflösung oder funktioniert jetzt dieses Binary? Das Binary ging nicht, ne? Es ging lediglich die Compo-Version. Na, probieren wir das mal. Wobei, es gibt. Haha, ich habe die ganze Zeit den Demo-Knopf gedrückt. Der 4K-Knopf ist wahrscheinlich der richtige. Toll. Ja, so ein bisschen. Aha. 4 Kilobyte, meine Damen und Herren.
Ja, für mich irgendwie das schönste Beispiel davon, wie man es in 4 Kilobyte schaffen kann, unglaublich viel Komplexität dadurch zu verpacken, dass man sie geschickt mathematisch beschreibt. Alles, was man in dieser Demo sieht, ist irgendwie aufgebaut auf einem Mechanismus, der Würfel nimmt. Alles waren Würfel, auch die Sterne waren Würfel. Und dann irgendwie fortsetzt. Zum Beispiel, mach jetzt den Würfel, dann setz ihn ein bisschen, mach ihn nochmal, dreh ihn ein bisschen, mach ihn nochmal. Alles, was man da so sah, ist irgendwie halt mit so einem, ja, sowas ähnliches wie einer Turtle-Grafik gemalt, halt in 3 Dimensionen. Das war das Ribbon, das war die Architektur und so weiter. Und so schafft man es halt auch mit recht einfachen mathematischen Ausdrücken dann echt komplizierte Sachen wie Architektur unterzubringen. Und in dem Fall ist es halt wirklich gut umgesetzt. Und Würfel, Hauptsache Würfel. Ja, Gott würfelt, ja. Mond, was? Ja, ich habe, ach so, Astronomie, Dinge. Ja, was machen wir jetzt? Sollen wir was Bescheuertes machen? Ich bin dafür, wir zeigen auch mal die wahre Seite der Demoszene und machen irgendwie das hier. Also, wenn man zu Demo-Partys kommt und irgendwie blauäugig aus der Außenwelt und glaubt, man sieht da die tollsten Kunstschaffenden der Welt mit den besten technischen Voraussetzungen, dann wird man auch solche Releases hier sehen, wie von der Gruppe, von der vielleicht bekannten Gruppe Farbrausch. Ein FR-Release, das sind die negative Zahlen haben, und das ist das Release mit der Zahl minus 9. Menschenquellen, Human Sources. Ja. Der gute Begrüßen Sie. Erlauben Sie uns, Ihnen über neues Angebot von Online-Investments zu informieren. Es ist ein beste Partnerprogramm für einen Mensch, der einen Nebendienst im Internet sucht. Erlauben Sie bitte, uns Ihnen ein paar Besonderheiten zu erklären und eine interessante Information Ihnen zu geben, dass Sie keine Notwendigkeit haben, um eine andere Arbeit im Internet zu suchen. Freie Stunde pro Tag und minimale Computerfertigkeiten haben, dann Sie ein Mensch sind, der sehr nützlich als Mitarbeiter für uns ist. Momentan arbeiten viele Leute mit uns im Laufe von langer Dauer mit und ist diese Arbeit für Ihnen Hauptarbeit im Internet. Zurzeit haben wir schon internationales Niveau erreicht und arbeiten wir mit vielen Ländern. Jetzt arbeiten wir mit folgenden Hauptangelegenheiten: Investitionen, Informationstechnologie, Menschenquellen. Die Bedeutung unserer Mission verstehen und unser Mitglied von uns.
Antworten auf Ihre Frage bekommen und uns Ihre Resümee per unsere Webseite www.online-investments.cn senden. Danach, als wir Ihre Resümee bekommen und es erörtern, wir werden froh sein, Sie in unserer Gesellschaft zu sehen. Wir hoffen, dass Sie für unseres Angebot interessiert sind und wir Sie zwischen unsere besten Mitarbeiter sehen werden. Menschenquellen. Gar nicht mehr, dass es so lang und so befeuert ist. Also der Herr JCO von Farbraus und ungefähr einem halben Dutzend anderer Gruppen, warum ist der Bildschirm vor? Ich drücke mal einen Knopf. Soll ich mal? Ich drücke mal einen Knopf. Ha! Hat irgendwie Spam gekriegt und hatte in einer bunte Knete-Phase, wo er bunte Knete im Kopf hatte, halt einfach sich gedacht, das mache ich mal als Demo. Human Sources, wird da wohl gestanden haben, ja. Und er hat es dann halt einfach, er hat das Farbrausch-Demo-Tool genommen, das es übrigens zum Runterladen gibt. Für all diejenigen von euch, die am Programmieren verzweifeln und einfach nur bunte Animationen klicken wollen, gibt es das. Heißt Werkzeug mit 2K. Das findet aber keiner cool, das ist scheiße. Da kann man auch nur solche Demos mitmachen. Bah. Menschenquellen. Und ja, und so. Der hat dann auch noch so Demos gemacht wie Scheiße und Hyperscheiße und Ultrascheiße. Also falls euch das interessiert, ja, das sind keine richtigen Demos, das sind Animationen. Ja, genau. Und ist nebenbei übrigens Werbetexter für ein großes deutsches Storage-Unternehmen. Das merkt man auf deren Webseite gelegentlich. Guckt im Zweifelsfall auf www.speichergurke.de. Naja, soll ich mal hier irgendwie Amiga machen? Hervorragend. Ihr werdet besser. Hm? Das ist aber auch Atrium, das hatten wir schon. Ich kann Suicide Barbie machen. Ist das langweilig genug? Hm? Ja. Wir hatten nichts von Black Lotus, weil ihr meintet, oh. Funktioniert es? Gewalt im Internet. Online Investments. Ah ja. Ja? Ja, ich nehme auch ein Bier. Nehmen auch sehr ein Bier. Ich glaube, draußen geht irgendwie Chiptunes los. Wir sind, glaube ich, lauter. Ah! TBL. Ocean Machine? Hatten wir das nicht schon? Ah, das hatten wir aber schon. Gestern. Können wir nicht ferner von still nehmen? Ich nehme sowieso, was ich will. Ja, ich nehme ferner von still. Ist das Fullscreen? Das ist nur ein Video. Ich bin lame. Sie haben den Ladebalken mit ins Video getan.
Okidok. Still ist eigentlich die eine Meta-Demo-Gruppe, die so aus ungefähr allen Demoszenen besteht, die in Berlin wohnen. Diese Demo hier begeisterte mich dadurch, dass es eigentlich gar nicht so sonderlich tolle Effekte selbst sind, aber die ultimative Post-Processing-Orgie. Das geht nicht mit dem Ansehen. Das war nicht Amiga. Das war nicht Amiga. Ich sagte Amiga, aber es war nicht Amiga. Dann können wir aber jetzt Amiga machen. Und Bier ins Klavier schütten. Und man vermutet, dass Still ist ungefähr Haujob. Fidrena. Ich kenne mich in der ganzen Amiga-Szene nicht so aus. Oh ja. Das? Dieses? Jenes? Okay, dann jetzt Amiga. Sagt es. Amiga! Ein Demo. Also ja, eine Diskette. Ja, also oder zwei. Das ist eigentlich nicht 102 MB, sondern kleiner als ein Liter. Ja. Ja, Amiga.
Ja, eine Amiga-Demo von FE-Drena. Ihr müsst beachten, das ist ein Rechner der späten 80er, der keine 3D-Beschleunigung hat und der noch nicht mal schnell genug ist, um in Echtzeit ein MP3 abzuspielen. Da drin ist ein M68K-Prozessor. Ich bin da auch nicht der Fachmann, welche Geschmacksrichtung davon das jetzt genau war. Bisschen RAM, so, weiß ich nicht, 16 MB, 8 MB, 4, 4. 512 KB. Oh, hallo, 512 KB. Ja, man hatte halt irgendwie, wenn man Glück hatte, eine Festplatte. Meistens nicht, bei den kleineren. Bei meinem Amiga 500 zu Hause. 7 MHz. Ja, na, ich meine, es gibt auch so Demos, die sehen so aus und laufen auf dem 500er noch. Das Entscheidende bei so Amiga-Demos ist, dass sie meistens, wenn sie technisch extrem cool sind, also das war meine Erfahrung, doch eher langweilig sind. So, sowas. Ich meine, und das will ich jetzt zeigen, denn es gibt auch Demos, also ich habe schon Amiga-Demo-Kombos gesehen, die bestanden einfach nur aus Flybys bei Static Scenery oder mehr oder weniger langsam sich bewegenden Objekten. Was wie? Ja, dann schmeiße ich den hier einfach raus. Oh, Sie hätten den auswerfen drücken müssen, Sie böse Person. Und zeige euch vom anderen USB-Stick, wie man es auf dem Amiga auch machen kann. Und zwar in diesem Verzeichnis. Hallo. Jesus Christ Motocross von der letztjährigen Breakpoint. Auch auf dem Amiga, läuft auch auf beliebig kleinen Amigas und ist... Ja, das läuft, glaube ich, auch auf 500er. Und ist extrem toll. Amiga! Quasi das hundertprozentige Gegenstück zur vorherigen Demo. Kurz, knackig und macht überhaupt keinen Sinn. Nein. Keine Ahnung. Auch das ist wahrscheinlich irgendwie ein Module-File, ja, jetzt ist es Ende. Das halt irgendwie völlig unverständliche Lyrics hat, aber egal. Ja. Baum. Die haben auch dieses Jahr bei der Breakpoint noch eine Demo released, die ungefähr genauso ist. Namens Garden Variety Autobot. Die hatte ich jetzt nicht noch drauf getan. Die ist aber ungefähr genauso durch. Ja, also Jesus Christ Motocross ist noch cooler, wobei die andere halt Lowrider pumpende Autos hat. Anyway. Ja, ich könnte jetzt Hauptsache... Ne, das mache ich später erst. Hauptsache Strobo ist das für ein Schluss. Wir können ja jetzt noch hier mal... Hatte ich das schon? Ich glaube, das kenne ich gar nicht. Ja, irgendjemand sagte, das sei toll. Das ist cool. Was ist das? Ich mach. Ja,
Ja, es ist aus der Zeit, wo 640, 480 noch Default war. Scroll. Ja, 60 Hertz sind toll. Ja, coole Menschen. STS-3, sind es tatsächlich? Es gibt ein C64 4K und ich soll es tun.
Welches? Welches, welches, welches? Da ist eins? Oh, interesting. Welches? Artefacts. Ah ja, okay. Ein C64 4K, das ich auch nicht kenne. Erschreckend. Ja, ganz alt. 64 Kilobyte. 0, so und so Megahertz. 0,9. Kilobyte auf einem System aus den frühen 80ern mit weniger als 1 Megahertz Taktrate und 64 Kilobyte RAM.
Ja. Gut, machen wir mal wieder was PCiges, oder? Machen wir doch mal hier irgendwie, was haben wir noch nicht? Meet the Family, das ist schön. Meet the Family ist schön. Meet the Family hat, nachdem wir jetzt gerade sehr chippigen Soundtrack hatten, da braucht man gar nicht rausgehen, um Chiptunes zu hören, machen wir jetzt etwas, das ist auch ein 64 Kilobyte Intro, das halt dadurch auffällt, dass der Synthesizer da drin, also ich meine, in 64 Kilobyte ist kein Sa Platz für Sound Samples, dass der Synthesizer einfach so überhaupt nicht nach Synthesizer klingt. Werdet ihr gleich selber hören. Ich nehme. Also es gab auch direkt nachdem das Intro rausgekommen ist, eine lange Diskussion darüber, ob die denn in ihrem Synthesizer Samples für die E-Gitarre benutzen. Und das wurde von den Entwicklern verneint und darauf wurde dieses Demo ziemlich, also Intro, ziemlich hochgelobt für diesen Synth. Und Gitarre in 64K ist relativ selten. Schauen wir mal. Schönen Ladebalken haben sie. Besser als Farbe raus. Er ist nämlich im goldenen Schnitt platziert. Oder? Thank you.
Ja, Meet the Family von Fairlight. Grafisch jetzt nicht so Bam, aber Gitarren und Orgel und Dinge. Dinge, oh ja, alle Menschen lieben Dinge. Stimmt's? Gut. Apropos Dinge. Ich habe den USB-Stick da und du hast irgendwas draufgetan, sagtest du? Was bitte? Ich habe irgendwie von Farbrauch nicht so sehr viel da. Vielleicht ist das aber hier drauf. Plünk. Kennytron. Siehst mal, was meintest du, soll ich hier vom USB-Stick tun? Ein Ordner-Test. Crash-Test. Ja! Hallo Urs! Steht da was drin? Nein, okay. Das. Welches ist welches? Ich kenne beides nicht, glaube ich. Und Schokolade. Dann nehme ich das. Ein Windows-Demo. Von wem? Sag was. Cocoon. Cocoon. Das ist so eine Art Kreuzung aus Kuh und Huhn. Genau. Und es startet. So sieht es auch aus. Cocoon presents a new demo with no more blood and nearly no violence. Your will upon others. Not resign yourself to the force of habit. Will not yield to gluttony. Ha ha.
overestimate your intelligence. Ja. Ja. Ich mach mal so lange das andere. Was ist das andere? Dann mache ich nicht das andere und gebe dir erst nochmal den Stick. Zeig so lange Hauptsache Strobo, dann kannst du schnell runterladen. Ja, dann kopier es schnell. Solange zeige ich Hauptsache Strobo, weil nämlich daran Lars schuld ist. Nein, das sind die Leute vom C4. Die sind schuld. Ah, okay. Die Leute von Stroboholics sind schuld. Scheiße, ich bin auch Stroboholics-Member. Warum geht es nicht? Doch. Sogar mit nicht ausgebildeten Cursor. Nicht mehr! Gott, ist das schlecht! Alles gewonnen? Wie war das? Dritter Platz auf der E-Book vor 2 Jahren. Ja, da passiert nicht mehr. Aber es ist geil, oder? Ja, reicht auch. Ja, in jeder Kompo gibt es 3 Sorten Releases. Es gibt diejenigen, die von Leuten sind, die noch nichts können. Die sind dann meistens nicht so toll. Es gibt die Leute, die Releases, die super sind, die dann gewinnen. Und dann gibt es noch die Leute, die eigentlich was können, aber nichts gemacht haben und stehen auf der Party noch irgendwelchen Scheißcoden. Hallo, Stroboholics. Klick. So. Wir können noch die Winner-Demo zeigen. Alle Leute, die sie kennen, schreien nein. Als Rauswerfer. Als Rauswerfer, ja. Welches Mo 30? 30? Hast du es in Test getan? Test. Yeah. Also 64 Kilobyte von Farbrausch, voll berühmt, achtet auf den Text. Es ist nicht jugendfrei. Es hat Gesang. Es ist 64 und es hat Gesang. Ah. Ich singe einfach mit, nein, ich singe nicht. Und also ich meine, in 64 Kilobyte passt halt nichts rein und da sind 3D-Models drin, da ist Gesang drin und es ist irgendwie nicht jugendfrei. Toll, oder? Ich drück mal Enter.
Mein Rechner ist kaputt. War auch ein schöner Effekt. Gesang. Irgendwann fand KB einen Software-Synthesizer und schnitt alle Phoneme raus, die er nicht brauchte, und hatte den vollständig unverständlichen Teil übrig gelassen. Und das habt ihr gehört. Das hat auch Lyrics und die stehen da auch irgendwie. Und egal. Hallo US. Ja, genau. Was wollte ich noch zeigen? Irgendwas wollte ich noch zeigen. Rove, ja. Nein, Rove. Rove ist großartig. Rove war der zweite Platz der diesjährigen Breakpoint-Demo-Kompo, nachdem der erste Platz hier niemals läuft. Nö, es ist aber schon ganz nett. Ich meine, es ist vor allem schockierend, dass es bei mir halbwegs läuft. Denn es sind wirklich viele Polygone. Zählt die Polygone. Ich mache das aber mal so 800 mal 600. So. Demo. Ladebalken. Habt ihr euch die Mitte? Bing, 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 bing. Ah ne, die richtige Musik ist di di di. Da 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 da.
Ja, das ist falsch. Sorry. Es kommt heiße Luft aus meiner Grafikkarte.
Ja, Rove. Meine Grafikkarte hat es überlebt. Hooray für meine Grafikkarte. Vor der Gewinner-Demo der Breakpoint hat aber meine Grafikkarte Angst. Sie zittert. Deswegen zeige ich sie nicht, Age. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles zusammen, was wir hier drauf hatten, oder? Wir hätten noch Project Genesis. Don't Stop ist schneller? Okay. Okay. Wollt ihr ein legendäres 64K oder wollt ihr Don't Stop, das ich nicht kenne? Don't Stop! Hui! Von Portal Process aus Finnland. Oder so. Bestimmt aus Finnland. Wir kennen sie nicht, also sind sie aus Finnland. Thank you.
Okidok, ich glaube, es ist fertig. Ja! What's on the process? Schön, ja, den Rausschmeißer, soll ich den Rausschmeißer machen? Ich habe die, achso, die Winner-Demo habe ich noch nicht. Oder habe ich die Winner-Demo? Ich guck mal kurz. Hast du sie drauf getan? Ich habe sie hier. Ja, da hat sie schon runter. Lange. nee, falsche Demos. Richtige Demos. Da waren wir. Vielleicht habe ich Internet. Habe ich Internet? Es sagt irgendwas von. Internetzugriff. Zugriff, meine Damen und Herren. Alle die, die die Winner-Demo nicht sehen wollen, haben die noch Interesse an der Winner-Demo? Gut. Metal-Fotze. Wir haben auch, haben wir mehr als einen Metal-Fotzen-Member hier? Exakt genau einen. Die Winner-Demo. Also die Winner-Demo, die Geschichte dahinter ist, irgendwie regten sich die Metal-Fotzen darüber auf, dass alles so scheiße ist und die Release ist so blöd und sie machten, sagten, wir machen jetzt ein richtig beschissenes Release und dann gewannen sie damit die Breakpoint-Demo-Kompo. Keine Ahnung, wie die richtige Geschichte ist. Mangs, erzähle die Geschichte, ich lade zu lange runter. Also die Sache ist, Metal-Fotze ist eigentlich so eine Gruppe, die eigentlich nur Spaß-Releases macht. Und das stimmt überhaupt. Ja, aber meistens. Und sie haben schon in zig Competitions ein Winner-Demo released, vor allem auf dem C64. Und das war eigentlich für Breakpoint auch nur so gedacht als Spaß. Nur war da kein einziges Demo in der gesamten Kompo, was gut war. Und deswegen hat jeder bei der Abstimmung für Winner-Demo gestimmt. Und so haben sie gewonnen. Also es ist relativ lustig. Also es ist nicht gut. Gut ist das falsche Wort, aber es hat einen Grund, warum es gewonnen hat, und ihr werdet die gleich kennenlernen. Ist jemand unter 18? Ja, stimmt, ihr seid alle schon am Schlafen. Oder über 18. Oder Baum. Kann ich hier irgendwie einfach doppelklicken und alles ausfüllen sagen? Ach, scheiße. Ja, ich probiere es einfach. Welches ist das Richtige? Das. A, O. Alle extrahieren. Nein. Was? Hui. Wow, das Internet. Die Zukunft. nochmal klicken, wa? egal, oder? Ist für diese Demo völlig nebensächlich. Let's trip. Das dauert noch einen Moment. Ja. Hier kommen die Metal-Fotzen mit den allerdicksten Lunden. Seit 10 Jahren packen wir uns lecker Ball da unten, ja. Unter einem Meter wirst du nie bei uns sein, Member. Wir sind die Genital-Elite, you remember. Wir sind a pain in the ass, tief drin. Ja, okay, lass uns mal mit dem Demo beginnen. Yo, wir sind die geilen Metal-Fotzen, die euch ins T-Shirt rotzen. Die aufs Parkett kotzen und die Lamer anmotzen. Die haben uns noch nie erwähnt in ihren Demos. Doch das ist uns scheißegal, wir stehen eh nicht auf Homos. Sie rümpfen sich die Nase, ey, die Jungs sind echt pervers. Na und wir Fotzen stehen halt nicht auf euren Scheißkommerz. Sie labern und sie schimpfen und tun so recht gescheit. Ich weiß ja nicht, was ihr seid, aber wir sind Elite. We have computers, which can be your computer. We have computers, which can be your computers. Zum Heißwerden haben wir uns die Facts ausgedacht. Sie sehen aus, als wären sie im C64 gemacht. Da wächst der Schaft. Jungs, lass sehen, was geht. Was geht? Lass sehen, was geht. Was geht? Lass sehen, was geht. Was geht? Lass sehen, was geht.
Ey, ich kann schon Rasterbar. Dann noch ein Meter dazu. Und kann sogar ein Plasma, wa? Dann noch ein Meter dazu. Und kann auch schon ein Scroller machen. Dann noch ein Meter dazu. Und auch Pixeln und so Sachen. Da wächst er noch mal mächtig. Schwanzlinge 3,60 Meter. We have computers. Which can be your computers. 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 So, blast jetzt. Läuft Bier aus der Dose für 25 Cent. Bierkeule hat der Arsch sich mal genannt. Lange hab ich in der Szene rumgerannt, ja. Und Sonntag, spitz, wie 1000 Mann. Macht geil mit der Schwester. Dann und wann zum Saufen findet er immer einen Grund. Ganz und sonst ist der Junge nicht beim Bund. Ragnarok, Pixel, ständig kranke Sachen. Egal, er lässt es richtig krachen. Er malt uns ein Fötus am Kreuz. Warum? Na, zur Freude aller Leute. Der Draco ist unsere Hamburg-Zecke. Er kennt auf dem Kiez jedes Loch und jede Ecke. Kommt er mit seinem Porno-Balken, könnt ihr schnell die Babes festhalten. Und Konflikt wohnt tief im Osten, kann auf Partys keine Würstchen mit uns rösten. Leute, spendet ihm ein Stück, unter der Dusche kriegt ihr es zurück. Und wo steht auf Achtet und Fressen und Mett und Schinken und Würste und Braten und Fett. Er macht uns die Lalle und das klingt dann so. Hey, ho, ho. Junge, unsere Computer, die sind nur noch einiges besser als eure Computer, ne? Weil nur unsere Maschinen, die machen ihn dir richtig dick. We have computers, which can be your computers. We have computers, which can be your computers. Die Jungs von 21 sich nicht zu schade für diesen Scheiß, ihr seht's ja gerade. Nitro verkleidet sich gern als Porn und Toxi ist mit Lachgas ganz vorn. Respekt! Yeah! Metal-Fotze-Member, Metal Crew, Scott, Ivanov, Greenhorn, einmal Fotze, immer Fotze. Gut, ja, damit endet die Demo-Show. Fröhlichen Spaß auf der GPN noch, fröhliches selber so einen Unsinn produzieren. Unsere Computer sind besser. Und so.